Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder Jurassic World Evolution. Ich habe noch nicht viel gemacht, ich habe hier gerade mal den Wald weggemacht und wenn ich gerade dabei bin, können wir nochmal schnell hier so ein Türchen einbauen, damit wir reinfahren können. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Und damit das halt ein bisschen hübscher aussieht, können wir nochmal... Ne, können wir nicht. Ne, können wir nicht. Okay, dann können wir da keine Straße einbauen. Oh, nicht schon wieder ein Dino tot. Ey, das ist ja langsam teuer. Ich glaube, das Spiel hat extra darauf gewartet, dass wir Geld haben, damit die ganzen Dinos verrecken können. Sammle Produkt ein. Das ist der erste von diesen Edmosaurus. Okay, da müssen wir uns gerade schnell einen Namen ausdenken. Müssen wir nachproduzieren. Und dann nochmal einen kleinen. So. Als nächstes kommen dann die Tricera. 6 von 10. Das wird dann voll hier. Das wird voll. Oh, schade. Flieg dir mal rüber. Der andere hat Hunger. Ach, der pennt immer noch. Wie lange hält denn die Betäubung? Und ich habe hier so Hektik gemacht. Wir hätten uns voll Zeit lassen können mit dem Bauen. Produkttransport im Gange. Und nennt die nicht Produkte. Nee. Kann man die noch ein bisschen breiter machen? Sieht doch viel hübscher aus hier. Finde ich. Genau, hat doch was. Da war gerade eine Nachricht, ich habe sie nicht mitgekriegt. Aber ich glaube, unsere Fossilien sind da. Nur zwei. Dracorex. Das sind zwei leider nicht so gute, aber machen wir mal. So, Dracorex. Eigentlich könnten wir dieses doch noch kürzen. Dann hat der eine ein bisschen Wasser oder so schräg. Der eine hat Wasser und der andere nicht. Ich bin noch nicht so... Kleine Gehege. Achso, was ich hier gedacht habe, war vielleicht eine Battle Station. Ich weiß nicht, ob das so, ob das eine gute Idee ist. Ist eigentlich Tierquälerei, aber wenn wir einfach... Ja, stimmt, sind ja nur Produkte. Kann man das nicht irgendwie abflachen? Absenken, geht das vielleicht? So tief wollte ich eigentlich nicht. Die Zuschauer da so ein bisschen besser reingucken können. Ah, ist ein bisschen zu... Eigentlich lieber gleichmäßig, aber hey, was soll's. So. Ach, hier wollten wir eigentlich noch was bauen, ne? Fällt mir gerade ein. Wir wollten hier noch so ein Schutzgebäude bauen. Und dann passt es hier nicht mehr hin. Wo weit können wir noch was bauen? Weil ich habe auch gemerkt, wir können nicht überall was bauen. Da hinten haben wir noch richtig viel Platz. Könntest du auch hier hinter bauen. Die Battle Station und dann die Straße weiter. Ich bin mir noch nicht so sicher mit der Battle Station, ob ich das mache. Aber was ich gerade sehe. Jeep fahren! Kriegen wir die Dinger kaputt? Das macht Spaß. Handbremse. Yeah. Jetzt noch so ein Lachgas an. Oh, nicht schon wieder ein Dino tot. Das dürfte alleine ohne mich Spaß haben. Oh, die halten da nichts mehr aus, die Dinos. Was ist los? Aber
zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Schon wieder so ein Edmosaurus. Hallo? Nein. Auch Altersschwäche. Also, wir brauchen echt mehr Ausgrabungen. Die sterben hier alle zu häufig. Ich komme mit dem Nachmachen ja gar nicht mehr hinterher. Ausbrüten fehlgeschlagen. Ach, Mann. Es waren 170.000 Dollar in Sand gesetzt. 66% Genomfortschritt. So. Das war echt gute Arbeit. Achso, wir hatten noch eine Mission, die ich nicht gecheckt habe, okay. So. Tja, wie nennen wir dich? Keine Ahnung, ich nenne dich Sabrina. So. Da wollte ich mal hin. Ne, dann war es doch richtig hier. So, sind 70% aber komm. Den Arsch extrahieren. Und mit dem können wir nichts machen. Auch nochmal extrahieren. So. Können wir das Gebäude irgendwie verbessern? Nein, da müssen wir wohl was erforschen. Ich will nämlich langsam mehr Leute für Ausgrabungen haben. Forschung. Gebäude-Upgrades. DNA-Selektion erhöht. Die Lebensfähigkeit aufgewirkt. Ah, nur 10%. Lebensfähigkeit, machen wir mal. Mehr Platz. Ich hätte gern mehr Leute, die halt... Können wir irgendwie noch nicht bauen, ne? Expedition. Nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Ja, ich hätte gern mehr Forschungsteams. Da muss ich mehr Gebäude bauen. Ich habe da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionsteams Zentrums ein Draco Rex... Ja, das machen wir eh, komm. Wir brauchen mehr DNA für den Herrn. Und hier stecke ich auch mal Geld rein. In die Medizin. Ja, komm. Ich will es erforschen. Ach, haben wir schon? Nee. Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Ah, ich hätte es doch nur aneinandergereiht. Was? Ist jetzt schon wieder eins tot? Oh, nicht schon wieder... Also langsam mag ich das Spiel nicht. Dass die ja immer sterben, ist ja okay, aber... Produkt muss eingesammelt werden. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Aber wenigstens sterben sie an Altersschwäche. Und nicht durch irgendwelche Krankheiten oder so. Sabrina geht's gut, Markus auch. Achso, ich wollte mal gucken, wie der Bestand ist. Ob ihr euch so nett Bestand, könnte auch ein bisschen mehr sein. Geborgenheit 100%, das freut mich. Ja. War hier dieser Edmosaurus, ne? Marvin ist alleine, glaube ich. Gehen wir mal kurz hier drauf. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was ich alles an Saurier habe. Nee. Marvin ist allein. Das ist der einzige seiner Spezies. Der Ärmste. Der Ärmste. Oh doch, einen können wir freilassen. So. Überspringen wir mal. Und wie können wir den nennen? Wie können wir den nennen? Komm her. Komm raus. Schon der fünfte. Ach, einer wollte ja mal gefressen, ne? Ja, ich möchte... Schön, Master das. Braver Junge. So. Ich denke jetzt an Ente. Ente.
Der kriegt Vor- und Zunahme. Ente, Ente. So. Ah ja, Fossilien. Was haben wir dazu gekriegt? Rhodium. Und tschüss, verkaufen wir. Ah ja, es war für ihn. Und dann wollen wir das Forschungsteam gleich wieder losschicken. Gibt es in Asien mal was? Da gibt es einen anderen Dinosaurier. Den kann ich nicht aussprechen und ich versuche es erst gar nicht. Das war der andere. In Portugal. Draco. Nochmal bitte. Ach ja. Wo bauen wir das nächste hin? Ach, wir können es hier ranbauen. Können wir auch durch dem Wasser, aus dem Wasser irgendwie im Wasser einen Zaun bauen? So, das ist ein ganz normaler Zaun, oder? Ja. Ich teste das mal mit dem billigen Zaun. Bevor ich da erst was sehe, muss ich erstmal wieder Bäume wegballern. Mach da mal weg. Bis dahin. So, bis da ist die Linie. So, bis dahin könnte man es so machen, dass der Süße auch ein bisschen Wasser kriegt. Ah, den Zaun können wir fast bis ranbauen. So. Das würde gehen. Geht das auch mit Wasser? Ja, ich weiß, du hast keinen Strom. Nicht, dass wir den Zaun unter Wasser setzen, denke ich gerade so. Kein Strom. Ey, Junge, ich bin doch erst gerade dabei. Das geht. Dann bauen wir hier so eine Ecke für den Dracosaurus. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Das müsste doch von der Größe reichen, oder? Das mache ich mal von hier. Oh, wo ist denn hier? Übertragung. Hey, ich will doch mal einen Zaun bauen. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Oh, und ich habe Kaffee, habe ich ganz vergessen. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Ich habe doch schon über 50% vom Triceratop-Kopf. Brauchen wir da noch mehr? So, und ich habe schon wieder Bäume hier. Viel zu viele Bäume. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Ach so. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Ja, keine hübsche Ecke. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Wir haben zu wenig Strom. Wir haben ein Problem. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags.
Mädchen, lass mich doch mal kurz in Ruhe. Schlüpfen lassen und aufziehen. Wir haben keinen Strom. Ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Wir müssen... Und wir können wieder hier nirgendwo bauen. Oh, hier so mitten im Park ein Stromgedingsbums bauen. Das ist ja auch wieder unschön. Hier würde es gehen. Super. Da hinten kann man eh nicht viel bauen, aber... Ah. Ach, bauen wir den hier so ein bisschen ran. Der Ecke hier so. Und hier in der Ecke bauen wir, hier bauen wir so ein Stromverteilungsgedöns. Ach, vielleicht fehlen die auch eigentlich nur. Schaffen wir leider nicht ganz im Wasser, ne? So, mal wissen, was im Gehege gebaut. Ja, fast, okay. Weg ist nicht verbunden, ja, es ist korrekt, weil ich habe hier noch... Wollte hier noch was bauen? Oh, wir haben jetzt eigentlich Probleme. So. Aufgabe hinzufügen. Der kommt nicht aus der Betäubung. Er kommt nicht aus der Betäubung raus wahrscheinlich. Und wir haben ihn zu sehr betäubt. Oh, das arme Tier. Ich werde echt langsam tierlieb hier in diesem Spiel. Also normalerweise. Naja. So. Schön Wegchen bauen. Jetzt alles mit Strom versorgt. Perfekt. Na, Klaus ist noch betäubt. Also Klaus darf nicht sterben. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Und das Gehege ist dann doch größer geworden, als ich dachte. So, aber ich fürchte trotzdem... Der Zaun muss immer so ein bisschen frei bleiben. Genau. Dass das hier mit dem Stromzaun im Wasser funktioniert, das finde ich ja sehr unterhaltsam. Oder der ganze, werden wir sehen. Vielleicht ist auch der ganze See unter Strom. Und wenn der Dino dann Strom trinken, wenn er Wasser trinken möchte, kriegt er erstmal einen schönen Stromschlag. Also. Wie viele Dinos haben wir da jetzt nochmal? Hm. Bestand gering. Sozial ist auch gering. Also, ihr kriegt nochmal einen dritten. Und bei euch, Markus, wie sieht's bei dir aus? Hey, kriegt ihr auch nochmal einen, ne? So. Bauen nochmal davon ein. Ausbrüten. Und nochmal einen Edmontosaurus. Und ich überlege gerade, kann man noch hier das Gelände nachträglich in so Art... Er wollte doch extra Graben machen, damit Wasser kommt.
Und schön kleiner Fluss. Hm? Kann ich das mit Wasser füllen? Hä? Das geht nicht. So. Wird es eigentlich verbinden, ne? Mal das mal so. Beilassen. Schnell einen Namen ausdenken. Ich nenne dich, keine Ahnung. Ich nenne dich Lars. Ja, du bist ein Lars. So. Ich habe mir das angesehen. Das sollten Sie auch tun. Was denn? Führen Sie eine erfolgreiche Expedition zu einer Grabungsstätte durch. Grabungsstätte durch, ne? Ah, lecker. Jede Show, egal wie gut sie ist, wird langweilig. Wenn das Publikum bereits alle Pointen kennt. Ja, das gleiche gilt für Dinosaurier. Unsere Gäste fordern Neuheiten. Und ich habe gerade von einer Möglichkeit gehört, ihnen genau das zu geben. Ihnen steht ein Expeditionsauftrag zur Verfügung. Na gut, machen wir einfach. Expeditionsauftrag. Wo wollen wir denn hin? Wo geht's denn hin? Teilweise erschöpft. Trotzdem noch mal Draco holen. Ja, es ist nicht viel, aber komm, mach. Wir brauchen alles vom Draco, was wir kriegen. Dinosaurier kann freigelassen werden. Ah, habe ich vergessen. Nein, aus. Freilassen. Niedrige Gesundheit auch. Überspringen, wir müssen schnell handeln. Schnell handeln. Nummer, nein, raus da. Hier geben wir nochmal schnell einen Namen. Namen. Gebe ich dir keinen. Wer hat schlechte Gesundheit? So, dann gebe ich dir nochmal einen Namen. Keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Ich bin immer unkreativ, was Namen angeht. Also wenn ihr Ideen habt, bitte eintragen. Ich nenne jetzt Merkel. So, oder die nenne ich Merkel. Ente, Ente haben wir auch schon. Aber wem geht's nicht gut? Die unterhalten sich gerade. Gesundheit. Oh, 44%. Es ist Klaus. Ranger Team. Los. Lalü, lala, lalü, lala. Klaus braucht unsere Hilfe. Ey, wir haben ihn echt zu sehr... Nee, kein Foto. Ja, kann ich jetzt... Aktion. Nein, ich... Oder doch? Diese Expedition war vor allem wegen Ihnen ein Erfolg. Sie können sich verbeugen. Aber Gesundheit wird erhöht. Müssen uns den Dino gesund schießen? Und nochmal. Achso, Gesundheit maximal erhöht. Okay. Ist er wirklich jetzt... Ja, bei 74%. Klaus macht nicht mehr lang. Oh, ich muss echt gerade eine Träne wegdrücken. Der Arme. So, wieder Metall, was wir verkaufen können. Zack, was haben wir hier? DNA extrahieren, extrahieren. Ja, komm, machen wir auch. Zack.
So. Jetzt kommt mal ein Triceratop. 230.000. Egal, wir machen's. Und dazu noch einen Schluck Kaffee. So, Dracorex ist jetzt lebensfähig. Aber ich werde dann trotzdem noch mal ein, zwei Mal suchen gehen, weil ich glaube, 50% ist ein bisschen wenig. Wenn jetzt hier Klaus mit... Ja, der hatte damals auch nur 50%. Aber alle Saurier sind ja auch gerade immer so am Abkrepeln. Gerade mit den Entmontosaurus und so. Also ich werde jetzt erstmal Tiere, die keine 70% gutes Genom haben, nicht ausbrüten. Gerade die größeren kosten mir einfach zu viel Geld. Der erholt sich nicht mehr. 65%, 64%. Klaus, komm aus deiner Betäubung raus. Ja, Nahrung und Wasser ist natürlich komplett runter, weil er ist die ganze Zeit betäubt. Ach, wir hätten ihn damals nicht betäuben sollen. Armer Klaus. Komm, steh auf. Werd wach. Du musst nur aus der Betäubung raus. Werd wach. Der ist im Koma. Ich möchte am liebsten jetzt die Ranger schießen. Wir haben ihn zu sehr betäubt. Wie kann ich das Helikopter abstürzen lassen? Ihr habt zu sehr betäubt. Jetzt müsst ihr sterben. Stürzt ab. Ihr müsst sterben. Die Ziegen vermehren sich sogar da. Sie haben drei Ziegen. Weil der Klaus sie nicht mehr wegfuttern kann. Jetzt stirbt. Ihr müsst sterben. Scheiße, können sie nicht. Ich jag euch da rein. Stirbt doch endlich. Ach verdammt, geht nicht. Hätten die nicht noch Einstürze? Das Helikopter abstürzen können, einbauen können. Mist. Eigentlich bin ich schuld, ich habe ja geschossen. Verdammt. Skins wechseln. Oranger Skin. Toll. Sieht irgendwie kacke aus, oder? Kann ich nicht wechseln? Hab ich nicht? Okay, nicht. Orange sieht eh scheiße aus. So, was haben wir hier an Skins? Sehe ich gerade. Oh. Das ist ja von... Ist das aus dem alten Film? 1993? Kam 1993 der erste Jurassic Park raus? Scheiße, bin ich alt. Rot sieht auch scheiße aus. Blau... Nahrung. Wo ist denn wieder keine Nahrung? Zwei von... Drei. Ja, es ist Klaus bestimmt wieder, ne? Ja, Klaus hat zu... Die Nahrung von Klaus ist da zu wenig, weil die ganzen mittlerweile freigelassen worden sind. Am Verhungern. Ey, wenn ich den jetzt heile wieder, ja? Ich will mal gucken, ob da wirklich Heilung steht oder Betäubung. Ja, aus dem Weg da, ihr Menschen. Wetter normalisiert sich. Produkt getroffen. Aber wir können es maximal nicht mehr erhöhen, weil wahrscheinlich Klaus schon zu alt ist. Ne? Okay, es erhöht maximal. Warte mal. Können wir...
Da ist eine Ziege. Nein, nicht fotografieren, um Gottes Willen. Da ist auch eine. Ihr habt meinen Klaus krank gemacht. Ach, treffe ich nicht. Das mit Klaus ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Also wirklich. Finde ich das richtig scheiße. Na, wir haben nichts mehr. So, ein Triceratops können wir freilassen. Wird voll, das Gehege. Mal gucken, ob die sich alle miteinander verstehen. Ladies and Gentlemen, darf ich vorstellen? Die neuen Exemplare? Das ist Triceratops. Entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ich weiß nicht, ob Triceratops so richtig geschrieben ist. Ich folge ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer Sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was Sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Mimimi, ich bin Herr Henry Wu, ein Wissenschaftler. Mimimi. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser ja. Auftrag macht's möglich. Mehr Dinos, schon klar. Oh, Jeep. Zur Futterstation unterwegs. Bestätige Aufgabe. Nur zwei Aufgabenplätze. Okay. Ja, ich weiß nicht, was mit Klaus wird. Oh, wir haben jetzt den Helikopter-Skin doch geändert. Also jetzt, wo das Ding orange ist, muss ich sagen, sieht doch nicht so scheiße aus, wie ich dachte. Lassen wir mal so. Ja, was macht mit Klaus? Was hält ihr von diesem Arena-Idee? Ich weiß nicht, ob ich das weitergehen lasse. Ich möchte Klaus auch gar nicht in die Arena schicken. Nee. Klaus muss überleben. Die Arena, ich glaube, das verwerfe ich erstmal. Das machen wir erstmal nicht. Souvenirladen haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Aha, Nachtsichtgerät können wir verkaufen. Cool. $20 ist ja ein Spottpreis. Oh, Expedition, gucken wir mal kurz rein. Was ist das denn hier? Fossile Scheiße wahrscheinlich, ja? Ja, Exkremente, Dino-Exkremente. Kosten $40.000. Ja, die verscharren wir mal in irgendeinem Museum. Ja, Silber. Silber bringt gut Geld. Ja, und dann, ja, Triceratops, komm, das Genom verbessern. Haben wir hier auch nochmal. Oh, raus, zack. Ist ja 0% Verbesserung, so ein bisschen wenig. 1%, Wäre toll, wenn es am Anfang anstehen würde, so, ne? Na gut, aber ich würde dir trotzdem erstmal wieder eine Pause. Oh. Das ist Klaus, ne? Die Ziege ist rot. Ah, nee, das ist Essen wahrscheinlich. Das dachte ich gerade im ersten Augenblick, so, jetzt müssen wir schon die Ziegen helfen. Ja, Klaus ist bei 48%. Ich lasse den jetzt mal so
bis maximal auf 10% runter. Und da mal gucken, ob er aus dieser Betäubung aufwacht. Weil ich könnte jetzt schon wieder heilen, aber ich hab, weiß nicht, ob wir ihn damit betäuben. Dann drehen wir uns im Kreis, weil der Junge muss was fressen. Wir haben ihn einfach zu hart betäubt. Ja, gut, ich mache erstmal einen Break. Das mit Klaus geht mir echt nah ans Herz. Ich brauche neuen Kaffee. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte mal ein Like da oder ein Abo. Und was auch cool wäre, Namen. Ich bin sehr unkreativ. Lasst irgendwie in den Kommentaren Namen da, wie ich die Dinos benennen soll. Ich würde auch YouTuber oder euch nach den Dinos benennen. Ist mir Wurst. Ich brauche Namen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Denkt an Klaus. Haut rein. Ciao.